Hallo zusammen bei 360 Grad. Ja, in unserer 589. Folge sind wir heute am Schweinsbergturm in Heilbronn. 130 Jahre alt. Er befindet sich auf dem zweithöchsten Berg der Stadt. Und was es mit diesem besonderen Ausflugstipp so auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. '1886 ließ der sogenannte Verschönerungsverein von Heilbronn diesen Turm hier bauen. Der ersetzte den vorherigen Holzturm. Und hier sieht man auch die Höhenangaben. Der Schweinsberg insgesamt 367 Meter hoch. Und dann geht es nochmal 20 Meter bis ganz nach oben. Und der Turm mit Sandstein, Originalsandstein aus Heilbronn gebaut. Und damals kostete das Ganze 12.000 Mark. Und alles kam aus Spenden zusammen. Jetzt aber steht die schweißtreibende Arbeit an. Auf den Stufen geht's nach ganz oben. Ja, 114 Stufen sind es insgesamt. Jetzt sind wir noch nicht ganz oben angekommen, sondern eine Etage drunter. Aber hier werden schon mal die Dimensionen deutlich, wenn man hier einen kompletten Überblick über die Region hat, über die Städte und Dörfer. Ja, warum sind wir hier am Schweinsbergturm? Das ist auch ein Beispiel aus unserem Projekt. 12 Monate, 12 Regionen, wo unsere Heimatreporter von Meine Stimme ja immer wieder auch Freizeit- und Ausflugstipps vor der Haustüre geben. Und da findet man doch manchen Schatz, an den man sich vielleicht gar nicht mehr so richtig erinnert hat. Wer aber den kompletten 360 Grad Rundumblick haben möchte, der muss jetzt noch ein paar Stufen nach oben klettern. Ja, der Turm, der steht natürlich unter Denkmalschutz und ist auch ein Ziel, das von der Heilbronn Marketing GmbH oder vom Verkehrsverein entsprechend offensiv angeboten wird. Kein Wunder, wenn man sich hier oben einmal umschaut. Das sind insgesamt mehr als 100 Dörfer, die man hier komplett sehen kann. 15 Städte, 40 Burgen und Schlösser. Also Historie pur auf dem Schweinsbergturm und allemal ein Besuch wert. Und vor allen Dingen dann, wenn man sich auch in aller Ruhe über das austauschen kann, was die Menschen in der Region sonst noch so beschäftigt. Ja, nachdem wir die letzten 10 Stufen dieser Metalltreppe erklommen haben, beschäftigen wir uns mit den regionalen Themen. Und da spielt die Schwarzgruppe in dieser Woche doch eine große Rolle. Das ist ja längst nicht nur Lidl und Kaufland, die die Basis bilden. Natürlich, das ist noch immer so für die mehr als 500.000 Mitarbeiter in aller Welt. Aber man ist auf vielen anderen Geschäftsbereichen mittlerweile sehr erfolgreich. PreZero hat es ja vorgemacht in Sachen Recycling, wo man den Markt förmlich aufrollt. Jetzt ist man mittlerweile auch ins Reedereigeschäft auf den Meeren eingestiegen. Und das jüngste Kind ist ja das Engagement in Sachen Cybersicherheit, wo man eine von USA unabhängige Cloud entwickelt. Hier für Deutschland, auch für andere Firmen, für Verwaltungen, um Cyberangriffe abzuwehren. Das ist ein besonders lohnenswertes Geschäft, wo man gerade richtig Gas gibt. Und deswegen hat es ja verwundert, dass man bei Lidl jetzt auch noch Umzüge buchen kann, sozusagen mit Lidl umziehen. Das hat den einen oder anderen Insider überrascht, wo es ja in Heilbronn quasi Umzugsdynastien gibt und warum man da tatsächlich auf dem Geschäftsfeld auch noch attackieren möchte. Und so wie man gehört hat in den letzten Tagen, könnte zumindest dieses Geschäftsfeld schneller wieder beerdigt werden, wie man es geboren hat. Ja, freulich ist dagegen ein Abschied normalerweise nie, auch wenn Wolfgang Hansch bei der Experimenta natürlich riesige Spuren hinterlassen hat, dass er in den 15 letzten Jahren geschaffen hat. Das sind sozusagen die Ursprünge der Wissensstadt Heilbronn. Damals zu Beginn wollte er ja eigentlich fast gehen, hier hat sich nichts bewegt. Dann traf er auf Dieter Schwarz und was draus wurde, das weiß man mittlerweile. Der Bau der Experimenta 1, Bau der Experimenta 2, europaweite Strahlkraft. Und das Ganze, das konnte er auch immer mit ein bisschen Humor und Schalk im Nacken moderieren und leiten. Und das ist auch eine besondere Auszeichnung. Und man weiß ja, im Schwarzkosmos niemals geht man so ganz. Er bleibt im Aufsichtsrat mit Rat und Tat erhalten. Ja, wir gehen dagegen mit OB Harry Merkel in die Innenstadt, auch bei unserer Lokaltour oder bei der Diskussion von Pro Region war mal wieder das Thema Innenstadtattraktivität eines. Und da gab es dann natürlich sofort ein besonderes Angebot im Rahmen unseres Lesersommers: Shoppen im Einkaufsparadies Heilbronn mit Oberbürgermeister Harry Merkel. Wir sind gespannt darauf, wie viel sich bewerben und vor allen Dingen, welchen bislang noch verborgenen Tipp der OB für alle Kunden in Heilbronn hat. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.